Hallo Jena, es ist Freitag, ganz ehrlicherweise Donnerstag. Wir machen das diesmal einen Tag früher, weil der Freitag so voll ist. Kleiner Wochenbericht über die vergangene Woche. Gar nicht so sehr Themen, die jetzt zum Beispiel in Richtung Stadtrat gehen, sondern Dinge, die ich eher im Hintergrund besprochen und beraten habe, die sich zum Teil anschließen an das, was wir mit dem Strategiebeschluss Wachstum ja miteinander vorhaben. Ein Gedanke, den ich mit mehreren Bürgermeistern diese und vergangene Woche schon besprochen habe, ist die Frage, wenn wir Stadt-Umland-Beziehungen intensivieren wollen, dann kommen wir wahrscheinlich auch auf höherer Ebene, wenn man jetzt mal die verschiedenen Planungsebenen sich anschaut, Bebauungsplan, Flächennutzungsplan und dann darüber noch der regionale Raumordnungsplan und noch darüber der Landesentwicklungsplan, kommen wir wahrscheinlich bei diesen beiden übergeordneten Planwerken an den Punkt, wo wir uns gemeinsam mit dem Land fragen müssen, ist diese ganz starke Fokussierung auf das Zentralitätsgebot noch richtig in dieser Zeit? Wenn wir stärker regional denken wollen, könnte man versucht sein, und diesen Gedanken spiele ich gerade in Richtung Land an verschiedenen Stellen, das Zentralitätsgebot granularer zu verstehen, also quasi in Ringen von innen nach außen, dass man um das Oberzentrum herum Dinge wie ein Mittelzentrum denken kann, dass man zum Beispiel Lobeda, hatte ich ja auch immer gesagt, als einen Stadtkern in eigenem Recht betrachten kann, dass man die Lösung für Bürgel finden kann, dass man begründet vom Zentralitätsgebot auch mal abweichen kann, also nicht immer alles nur und ausschließlich im Oberzentrum anzusiedeln, sondern auch in der Peripherie, in der Region darum herum. Ich bekomme sehr vielversprechende Signale von Landesebene, dass man das für eine gute Idee hält. Auch Umlandbürgermeister finden das richtig und ich glaube, in die Richtung können wir gemeinsam genauer nachdenken. Zweites Thema, ebenfalls im Anschluss an die Wachstumsvorlage, gerade wenn es um die Anlagen geht, in denen es um Flächen geht. Ich hatte diese Woche die Kleingärtner bei mir im Büro zu Besuch und wir haben mal die strategisch langen Linien überlegt. Ich glaube, wir werden, wenn der Wachstumsbeschluss getroffen wird im Stadtrat, daran anknüpfen, dass Kleingartenentwicklungskonzept fortschreiben müssen. Da kann man einige Dinge neu bewerten. Als es entstanden ist, ist ursprünglich ja noch davon ausgegangen worden, dass der Bedarf an Kleingärten sinken wird. Diese Logik atmet das Papier auch noch, obwohl aufs Ende hin dann schon Umdenken angesetzt hat. Ich glaube, der Bedarf wird nicht sinken. Ich glaube, wir werden den Bestand an Kleingärten, den wir in der Stadt haben, insgesamt mengenmäßig konstant halten müssen. Gleichwohl gilt nach wie vor, was ich im Wahlkampf schon gesagt habe, es kann für einzelne Flächen keine Ewigkeitsgarantie geben, sondern nur, aber das muss es auch geben, fairen Umgang miteinander. Und in der Richtung haben wir uns verständigt, der Kleingartenverband und ich, der Regionalverband, und sind uns da ziemlich einig, dass man so in die Zukunft gehen kann, dass man vielleicht auch mal schaut, kriegt man das, was an Wartelisten bei einzelnen Sparten so geführt wird, mal miteinander vergleicht. Da gibt es ja mehrfach Anmeldungen, dass man mal die realen Bedarfe bewerten kann von deren Seite, das ist Sicht der Kleingärtner, und von Stadtseite, dass wir sauber planen können. Das wollen wir machen. Und am Ende ist es wahrscheinlich auch ein glücklicher Umstand, dass die Kleingärtner mit ihrem Regionalverband ja ähnlich aufgestellt sind, Jena, Saale-Holzland, wie wir uns als Stadt auch entwickeln wollen. Vielleicht deuten sich auch da Lösungen an, dass man auch gemeinsam da nach Flächen gucken kann, wenn es zu knapp wird, allein in der Stadt. Drittes Thema, wir sind kurz davor, eine Arbeitsgruppe intern ins Leben zu rufen, die sich mit dem Thema Stadtmarketing beschäftigen wird. Ein Thema, das ich überraschend häufig im Wahlkampf gehört habe, das wir jetzt aufgreifen wollen. Wir wollen das Motto Lichtstadt, das sich ja Christian Filler vor vielen Jahren schon mal ausgedacht hat, jetzt insofern mit Leben füllen, dass aus dem Begriff eine Marke wird. Das wird einiges an Arbeit, an konzeptioneller Arbeit brauchen. Wir werden uns dafür mindestens ein Jahr, wahrscheinlich eher anderthalb Jahre Zeit nehmen, in einer Gruppe zu überlegen, wie können wir da einen Markenanalyseprozess ins Leben rufen, bis es dann so weit kommt, dass wir das dann auch ausrollen können. Das wird eine Weile dauern. Die Gruppe findet sich in den nächsten Tagen. Und ein viertes Thema, und damit soll es für heute dann auch genügen. Auch beim Thema Bahnverkehr sind wir unterwegs. Man sieht es nach draußen jetzt noch nicht, aber hinter den Kulissen arbeiten wir daran. Wir werden mit einem Professor der Fachhochschule in Erfurt
uns vereinbaren, dass wir eine Studie von ihm erstellt bekommen, die entlang verschiedener Parameter, die man bewerten kann, also die Einbindung in den Schienenfernverkehr und all das, was um das Stichwort Deutschlandtakt herum sich da jetzt an neuen Entwicklungen seit 3 Wochen ankündigt, wie man um die Verknüpfung des Fernverkehrs mit dem Schienenpersonennahverkehr, also in der unmittelbaren Region um Jena herum und auch in Jena selbst, Nahverkehr, Straßenbahn, Bus und so weiter, wie man das am besten miteinander verzahnen kann. Die Frage, wie wichtig sind uns die Innenstadtbahnhöfe, abhängig davon, ob die Bahn uns zusichern kann, zweimal weiterhin zu halten auf jeder der Trassen oder doch nur einmal, worauf die letzten Äußerungen aus Seiten der Bahn hindeuten. Und was kann man stadtentwicklerisch Neues machen, wenn man sich für Burgau entscheidet? Welche Chancen und Risiken oder auch Begrenzungen gibt es an dieser Stelle? Da wird es eine Studie geben, die sicherlich im nächsten Jahr dann vorliegen wird und die dem Stadtrat eine Entscheidung so rum ermöglichen soll. Sie sehen, viel Arbeit, von der man draußen unmittelbar jetzt noch gar nichts sieht, aber wo Prozesse angeschoben werden, die sich dann unmittelbar auswirken, die man im nächsten Jahr dann auch sichtbar sehen wird. In den nächsten Tagen und Wochen starten wir in die Haushaltsberatung. Dazu heute von mir noch nichts. Das machen wir dann nächste oder übernächste Woche. Wir sehen uns ja hier regelmäßig für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis nächsten Freitag wieder. Machen Sie es gut.